Ich kann mir schon denken. Ihr wartet auf Meister Nadelöhr, stimmt's? Aber der kommt heute nicht. Nein. Und gute Nacht sagt er euch heute auch nicht. Ach wo? Ich will euch auch mal verraten, warum nicht. Kommt doch mal alle ganz dicht daran, Plitschplatsch. Na kommt doch schon. So ist es gut. Hört mal. Heute gehen wir überhaupt nicht schlafen. Nein, fällt uns gar nicht ein. Ist ja albern, immer schlafen gehen. Psst, seid mal still. Ich glaube, jetzt kommt der Meister Nadelöhr doch. Einen recht schönen guten Abend, liebe Kinder. Ich habe mich heute wirklich ein bisschen verspätet. Entschuldigt bitte. Aber sagt mal, mir war beinahe so, als hätte ich hier eben eine Stimme gehört. Hm? Wer war das denn? Was denn? Also doch, der Pittiplatsch. Na, wo steckt er denn? Hm? Im Regal? Nein. Na, vielleicht hier hinter der Gardine. Auch nicht. Doch vielleicht ist er schon schlafen gegangen. Na, dann wird es auch für mich das Beste sein, wenn ich euch gleich... Gute Nacht. Ah, Blitzplatz, was hast du dir gedacht, Meister Nadelöhr? Wir alle, die Kinder und ich, also, wir gehen heute überhaupt nicht schlafen. Was? Sag mal, das hast du dir doch wieder ausgedacht, hm? Aber so wie ich die Kinder kenne, machen die bestimmt nicht mit. Ach, natürlich machen die mit. Tausend Fliegenbeine will ich essen, wenn die Kinder nicht mitmachen. Naja, also hoffentlich wirst du dich dabei nicht verschlucken, Pittiplatsch. Sag mal, und was willst du denn überhaupt die ganze Nacht machen, wenn alle anderen schlafen? Och, ich auch. Ja? Gehst du auch schlafen? Ja. Na ja, da bin ich ja ganz allein. Ja? Ach, ich weiß schon, was ich mache. Ich gucke aus dem Fenster und zähle die Sterne. Ja, das mache ich. So? Die Sterne willst du zählen? Hör mal, da hast du aber zu tun. Ja? Bis morgen früh und dann bist du noch nicht fertig. Ach, das geht bei mir ganz schnell. Ja? Na ja, was machst du denn dann? Ach, dann... Ach ja, warte mal. Sag mal, Pittiplatsch, du bist doch nicht etwa müde, hm? Ach, ich? Ach, wo? Und überhaupt, wenn ich die Sterne gezählt habe und... Ja? Du meinst, das dauert lange? Ja. Naja, und wenn du auch schläfst, dann, ja. Na? Dann ist das eigentlich ein bisschen langweilig für ja, mich. Ja, ja. Naja, vielleicht gehe ich dann auch schlafen. Ja, und ich glaube, es ist jetzt auch die höchste Zeit, nicht wahr, Kinder? Du, aber ins das Bett hin zu gehen. Was? Das nächste Mal, da zwick ich dich in den großen Zeh. Ja, das mache ich. Du, das wenn lässt du schön bleiben. Bitte, Platz. Also... Meine lieben kleinen Freunde, eine recht gute Nacht wünschen euch heute Pittiplatsch und euer Meister Nadelöhr.